Ja, ich wollte hier eine sehr kleine Einführung geben oder zumindest einen Einblick und zeigen, dass es sowas gibt, weil ich selber das nicht wusste, bis ich das gefunden habe, und zwar in InkStitch. InkStitch ist ein Inkscape-Plugin, mit dem man Stickdateien erstellen kann, was ich sehr praktisch finde, da man dadurch seine Vektorgrafiken auf der Stickmaschine sticken kann. Ja, InkStitch findet ihr einfach, indem ihr InkStitch in die Suchmaschine eures Vertrauens eingibt oder direkt hier auf inkstitch.org geht. Da steht dann eigentlich alles, wie der Kram, wie ihr da rankommt und so Boah, weiter. sieht ja richtig professionell aus. Jo, ja, noch. Willkommen zu dem Part, wo es dann anstrengend wird. Ja, ich mach mal Inkscape auf Mal, wie von einem Website-Designer. und lad hier mal ein zufällig ausgewähltes Bild aus dem Internet. Genau, und zwar, wenn man das einmal installiert hat, dann kann man hier unter Extensions findet man hier den Unterordner InkStitch und da kann man Dinge tun. Und das ist alles so ein bisschen friemlich. Achso, das ist jetzt schon bearbeitet. Ich lade nochmal das Original runter. Logo. Zack. Wenn man links oben und dann geht es nicht, wenn man ärgert sich. So. Jupp. So, jetzt machen wir das nochmal. Moment, welches Das war war das das jetzt? Twitter-Avatar-Ding. Okay, danke. So, dann machen wir das hier mal auf. So. Genau, und zwar haben wir jetzt hier irgendwie so ein Inkscape-Datei oder so eine SVG-Datei mit irgendwelchen Layers und die haben dann noch Gruppen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt hier mit InkStitch erstmal Dinge macht, also worauf ich sehr häufig klicke, ist dieses Params, dieser Menüeintrag. Da kommt dann erstmal so ein kleines Fenster und es passiert nichts und dann kommt irgendwann das hier. Hier kann man Parameter einstellen. Das ist im Moment. Sollen wir das kleine Fenster einfach ignorieren? Das kleine Fenster sollt ihr einfach ignorieren. Ich weiß nicht, wie das in anderen Window-Managern aussieht. Bei mir sieht das so aus. Eigentlich, wenn alles glatt läuft, dann gibt es auch noch ein Preview. Das kann ich euch gleich zeigen. So funktioniert das erstmal nicht. Nicht ganz. Wenn man jetzt auf Cancel klickt, dann sieht man hier auch so Sachen wie Shape is not valid. This can happen if the border crosses over itself. Das kann auch passieren, wenn ein Pfad zum Beispiel mehrere Subpfade quasi enthält, also aus mehreren Teilen besteht und nicht ein durchgehender Pfad ist. Wir können jetzt mal hier die Gruppen, soweit es geht, auflösen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel so ein einzelnes Objekt auswählen, also hier kann ich zeigen, das ist halt ein Pfad, der irgendwie eine Fläche nur ist. Gibt es bestimmt Fachsprache für, die ich nicht kenne. Wenn man jetzt hier auf Params klickt, dann sollte das besser funktionieren. Wir kriegen dieses Fenster und wir kriegen hoffentlich auch ein Preview. Ja, das ist darum ist was Preview ist auch. Ah, hier ist Preview auch getaucht. Und da gibt es sogar eine hübsche Animation. Ich kann es nochmal starten. Wie das dann gestickt wird. Also, das ist schon relativ fancy. Und dann kann man hier ein bisschen mit den Parametern spielen. Also, das ist jetzt ja so ein Satinstich für die Füll Quatsch, nicht Satinstich, wie heißt das? So ein Fisch. Füllstich, genau, für die Fläche. Und jetzt kann man zum Beispiel hier sagen, ich möchte das gern irgendwie um 45 Grad gedreht haben. Und der macht dann hier auch ein. Nee. Muss ich erst rausklicken. Apply. Eigentlich Nee, apply quit. macht er hier auch immer ein Update. Ja, wie ihr seht. Naja, Naja. ich kann das sonst einmal vielleicht speichern und nochmal aufmachen. Also sonst hat das eigentlich bei mir mal funktioniert, dass er da auch automatisch den Preview neu gerendert hat. Und ja, hier kann man noch verschiedene Parameter einstellen, wie weit die Reihen auseinander sind, wie oft er zwischendrin in der Fläche einstechen soll und so weiter und so fort.
Ja, hier, jetzt macht das auch im Winkel. Genau, und das kann man halt für die verschiedenen Objekte einzeln machen. Hier haben wir jetzt auch dieses Ding, das sind halt mehrere Flächen. Da hilft es tendenziell, wenn man einmal das auseinander nimmt. Hier ist es, Break Apart. Dann haben wir drei einzelne und die können wir jetzt auch einzeln, oder man kann dann auch mehrere markieren, das kriegt er auch hin. Hier parametrisieren. Da hatte ich jetzt auch wieder den Fall, das ist nämlich auch manchmal macht er den Preview nämlich gar nicht. Ah doch, jetzt hat er ihn gemacht, okay. Hier, wunderbar, kriegen wir das Logo. Können dann auch wieder hier mit den Parametern spielen, wenn wir das wollen, dann speichern wir die. Die werden auch in dem XML mit abgelegt, das heißt, wenn man das Ganze dann speichert, dann bleibt das auch da drinne. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen das jetzt irgendwie sticken, dann können wir hier auf Inkstitch und dann auf Embroider klicken. Da wählen wir dann hier für unsere Stickmaschine VP3 aus. Klicken auf Apply, dann rödelt der im Moment mit so einem kleinen netten Fenster, wie wir es schon kennen. Und dann rödelt er noch einen Moment. Okay, vorhin ging das schneller. Ja, man kann sich die Zeit vertreiben, indem man lustige Muster malt. Okay, dann erstellt er hier ein neues Layer und das Ding nennt sich Stitch Plan. Und da hat er nach Farben gruppiert die verschiedenen Objekte, die man dann hatte, als Pfade. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man hier auch tatsächlich, jeder Knoten hier ist tatsächlich ein Nadelstich. Also das ist jetzt auf Größe 20x20 cm, das sind entsprechend viele. In kleiner habe ich das, wahrscheinlich doch hier, kann ich ja mal rumreichen, habe ich das auch vorhin einmal Probe gestickt. Das ist jetzt auf 5x5 cm, das fällt dann dabei raus. genau, dann können wir das einmal noch rückgängig machen. Man kann auch Satinstiche machen, also ich kann jetzt hier auch irgendwie meine Linie ziehen und sagen, ich mache die mal ein bisschen breiter. So, mal einen Zentimeter breit. Ja, also da muss man dann, das ist jetzt auch auf relativ billigen Stoff gestickt und ich habe jetzt auch nicht groß irgendwie da Parameter fein justiert oder so. Genau, hier kann man dann auch sehen, kann man so einen Satinstich machen, der dann entsprechend quer zu der Linie läuft. Hier kann man auch entsprechend die Parameter einstellen, wie weit zwischen den einzelnen Stichen der Abstand sein soll. Kann man halt entsprechend enger machen, dann wird es tendenziell, je mehr Stiche man setzt, ist so grober Daumenwert, desto besser sieht es nachher aus, aber es halt dauert auch länger und braucht natürlich mehr Garn. Und irgendwo gibt es natürlich auch ein zu viel. Genau. Hier kann man dann auch wieder die gleiche Sache machen. Kann man auch wieder hier unter im Menü Embroider auswählen und er macht das übrigens nur für die Objekte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die man dann auch markiert hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier angucken, nee, das hat nicht funktioniert. Oben ist ein Stitchplan. Ach so, ja, Moment, hier. Da, genau, also da hat er jetzt auch nur das Objekt entsprechend umgeändert. Ja, es ist ein bisschen, insgesamt ein bisschen tricky, da manchmal schmeißt er Fehlermeldungen, da muss man ein bisschen gucken, was so ist. Also was bei mir halt nach meiner Erfahrung immer ganz gut geht, ist am besten keine Gruppen verwenden, halt die hier, wie vorhin schon gesagt, die Objekte halt aufteilen, sodass jedes nur eine durchgehende Fläche enthält und dann kommt man einigermaßen damit klar. Ja, das nur so als kleine Einführung, kurzer Überblick. Hat jemand Fragen dazu? Unterscheidet das zwischen einem Stroke mit Breite und
quasi zwei Faden, die eine Fläche umgrenzen. Wenn du das linke jetzt quasi als Object oder Stroke Path machen würdest. Achso, ja. Moment, das ist jetzt natürlich hier das Ding aus dem Stitch-Plan. Ich mache das mal wieder rückgängig. Wenn du einen Stroke hast, dann macht er die Stiche immer quer zu dem Stroke. Also er macht den immer quer darüber. Könnte keinen Satanstich machen, wenn das genau. Ein Pfad wäre, okay. Wenn das jetzt hier selber der Inhalt eines Pfades wäre, ich kann das ja einmal machen. Und jetzt sagen wir hier, stellen hier die Parameter ein, dann sehen wir hier, dass er die Striche immer gleich, also die Stiche immer gleich ausrichtet. Also macht er das dann automatisch Füllstich, wenn es eine Fläche ist, und automatisch genau. Füllstich, wenn es eine genau. Fläche ist. Also man kann hier auch, normalerweise nehme ich immer den ersten Reiter, da sind irgendwie die wichtigsten Sachen drin. Es gibt noch ein paar andere Optionen, da kann man irgendwie ein bisschen was tricksen, aber das ist teilweise auch relativ schwer durchzusteigen und ich habe mich auch nicht so in der Tiefe damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich wollte in erster Linie das einmal zeigen, dass es das gibt, für Leute, die sowas damit machen wollen. Und da müsste ich auch selber nochmal ein bisschen mehr nachforschen und mich einlesen. Es gibt auch Unterstützung für Schrift, allerdings auch nur begrenzt. Da gibt es, glaube ich, nur eine vorgegebene Schriftart oder so. Oder vielleicht kann man auch andere Schriftarten irgendwie mit reinladen, aber ich bin da noch nicht hintergekommen. Aber dafür hat man dann noch Inkscape, oder? Genau, aber das Problem dabei ist dann halt, dass man da auch wiederum die Buchstaben nicht als Stroke haben will. Das heißt, wenn man die Buchstaben als Satanstich eigentlich haben will, dann, also hier bei dem H zum Beispiel, möchte man ja eigentlich hier auch quer, also senkrecht die Stiche haben. Mhm. Aber wenn man das halt entsprechend als Fläche hat, dann generiert der auch nur ein Füllstich, wo alles in die gleiche Richtung ausgerichtet ist. Das sieht dann nicht so schön aus am Ende. Okay. Ja. Eine Frage, eine ganz dumme Frage. Ich habe jetzt bloß das Ding mal so kurz gesehen. Wenn man sich das so auf ein T-Shirt macht, muss man sich dann ein T-Shirt runterziehen oder wird man, das, weil man da, weil das dann so hart ist oder so? Das fühlt sich sehr an, als ob man das nach einer Viertelstunde irgendwie. Das hängt davon ab, was du für Stiche machst. Also dieses T-Shirt trage ich ewig und das ist auch aus der Stichmaschine. Das hatte die Stiche nicht zu eng. Was trägst du ewig? Dieses hier. Das ist halt ein anderes Pattern, du musst dir die Stiche nicht zu eng machen. Okay, das ist auch sehr dünn oder so, aber weil das jetzt auf dem Beispiel, das war relativ dick, fühlt sich so an, als ob man da oder was hintermachen muss nochmal oder wie ist sowas? Das hintermachen wir jetzt sowieso normalerweise, damit sich der T-Shirt-Stoff nicht zu einem Klumpen zusammenzieht, sondern ungefähr so platt bleibt, wie er normalerweise ist. Also, du kannst fertige Kinderkleidung kaufen, die hat das auch ungefähr in der Dicke auf den Außenkleidungen, so Pullover oder so, besticken die kommerziell ungefähr in der Dicke, würde ich behaupten. Wenn du es halt weicher haben willst, darfst du halt nicht so dick stichen, aber das Tool das ist ja quasi frei. Also du kannst es ja dünner machen, dann wird das halt weicher. Oh. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann vielen Dank. Jo, bitte.